Hallihallo und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei Brothers A Tale of Two Sons. So, in der letzten Folge hatten wir ein kleines Abenteuer gehabt mit einem, ich weiß es nicht genau, unsichtbaren Yeti oder irgendwie sowas. Das haben wir ganz gut überstanden und der große Bruder hat sich wohl verliebt in das Mädchen. Da ist sie, genau. Und der kleine Bruder ist wohl ein bisschen genervt und guckt euch mal diese wunderschöne Kulisse an. Wow. Unfassbar romantisch. Ich bin kein romantischer Mensch, aber das würde mich wahrscheinlich auch in romantische Stimmung versetzen. Schade, dass der kleine Bruder da ist, denkt sich der Große wahrscheinlich gerade. Oh, wow. Ein unglaublich schönes Licht- und Farbenspiel. Sehr, sehr, sehr schön. So. Naja! I. Tia Lila, ta hon, ta. Na, Tia Ma. Ila Naya, Ila. Na, ta Ma. Mabadi, here. Okay, es scheint so, als ob der kleine Bruder nicht wirklich hier dem Weg traut. So habe ich das zumindest gerade gedeutet. Oder er traut vielleicht dem Mädel nicht. Schwer zu sagen. Okay, wir bewegen uns hier sehr langsam. Okay, da oben haben wir irgendwie... Sieht aus wie Mumien. Ach du meine Güte. Oder haust hier irgendetwas? Oh nein. Warum zum Kuckuck gibt es nur in jedem Spiel Spinnen? Das gibt's ja gar nicht. Ach, der arme Kleine, beziehungsweise der arme Große. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier einfach nur heftigst hin und her schaukeln müssen. Okay. Okay, so, wir können die jetzt hier irgendwie versuchen, so umzuhauen, keine Ahnung, und ihr Beine ausreißen. Wie ekelhaft ist das denn? Ach, pfui, pfui, pfui. Die kommt jetzt bestimmt gleich wieder runtergesprungen. Nehme ich mal an, jawohl. Und dann müssen wir die hier bestimmt wieder umkugeln. Okay, Prinzip verstanden. Und dann ihr wieder das Bein rausreißen. Oh, ist das schon so ein bisschen pervers, ne? Muss man ja sagen. Also, liebe Spielentwickler, was habt ihr euch dabei bloß gedacht? So, muss jetzt hier wieder leider den Armen spielen, der hier... okay, das klappt jetzt irgendwie nicht ganz so. Na los. Na los. Hallo. Irgendwie klappt das nicht. Jetzt hier vielleicht von der Seite. Nee, die wehrt das Ganze immer ab. Ich habe das Gefühl. Naja, wir kommen hier nicht wirklich vorwärts, ehrlich gesagt. Okay. Da sage ich gerade noch, ich habe das Prinzip verstanden. So, geh mal hin da, schnell rupf und rupf. So, komm schon. Jawohl. Okay, ja, von wegen das Prinzip verstanden. Und schon klappt das alles nicht mehr so wirklich. Können wir die jetzt hier nochmal irgendwie umhauen oder mit Schmackes? Jawohl. So, jetzt greift die schon gar nicht mehr an, weil sie wahrscheinlich nicht mehr kann, ne? So. Okay, so, lass den mal in Ruhe. So, also wir müssen tatsächlich irgendwie mal versuchen hier mit Vollkaracho. Ich glaube, jetzt haben wir sie wieder, oder? Ich sehe hier nicht wirklich viel gerade. So, jetzt. Mit Vollkaracho irgendwie umzuhauen. So, ja, da hatte der kleine Bruder wohl recht gehabt. Da hast du dich so ein bisschen
Ja, blenden lassen, mein Großer, von dem Mädchen hier. Ach Mensch, und da sage ich in der letzten Folge noch, wie süß ich das finde, dass sie sich gefunden haben. Oh mein Gott. Das darf ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ich hoffe, wir können dem irgendwie helfen, aber wie sollen wir das hier machen in so einer Eislandschaft? Hier wird ja jetzt wohl nicht zufällig irgendwo jemand sein, der ihn heilen kann, oder? Und der Vater da selbst hat es gespürt und ist mit seinen letzten Kräften offensichtlich aufgesprungen. Oh mein Gott. Oh nein. Eieieiei, ich kann die beiden ein bisschen steuern, aber nicht wirklich gut. Oh Mann, das kommt jetzt bestimmt dem großen Bruder nicht wirklich zugute. Okay, jetzt sind wir hier nur mit dem Kleinen unterwegs und lassen den großen Bruder da mal gerade, ja, ich würde sagen, ruhen, aber... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Mal schauen, ob wir jetzt hier in irgendeiner Art und Weise die Medizin finden, die wir brauchen, oder die Kräuter, die wir brauchen. Okay, komm schon, Kleiner, das schaffst du. Und dann kannst du auch gleich ein bisschen was für deinen Bruder mitnehmen. Und dann geht's der Familie bestimmt wieder ganz schnell ganz gut. Das hoffe ich zumindest. Eine wunderbare Kulisse, mal wieder richtig schön. Richtig schick gemacht. Ich mache mir gerade ein bisschen mehr Sorgen um den Bruder als um den Vater. Was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass wir viel näher am Bruder dran sind als an dem Vater. So, okay. Jetzt lang. Weiter, 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 weiter. Immer weiter nach oben nehme ich einfach mal ganz stark an. Der Baum sieht wunderschön aus, oder? Richtig schön. Hier können wir uns vielleicht später wieder hinabseilen. Ich weiß es nicht. Oder müssen wir da jetzt runter? Nee, dann werden wir ja wieder unten, oder? Das ist bestimmt nicht richtig. Oder? Ach, wir können nach oben klettern. Okay. Ja, wenn es runtergeht, dann kann man vermutlich auch nach oben klettern. So, hier haben wir ein Nest. Okay. Was mag denn da bitte für ein großer Vogel drinne wohnen? Okay, und da haben wir so eine Art Quelle. Okay, hoffentlich mit der Medizin. Komm schon, Kleiner.
Sehr schön. Okay, haben wir hier sonst noch irgendetwas? Offenbar nicht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier reinspringen können. Okay. Jetzt sind wir hier auf so einer kleinen Rutsche. Okay. Das hätten wir schon geschafft. Oh nein. Jetzt sag mir bitte nicht, wir müssen den da reinziehen. Oh, ist das furchtbar. Ich habe ja gewusst, dass das Spiel traurig ist, aber dass das passiert, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Das ist ja wirklich... Oh, da schlurft er ganz, 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 ganz langsam. Total fertig mit der Welt, verständlicherweise. Boah, das muss absolut grauenvoll sein. Absolut grauenvoll einfach nur. Jetzt müssen wir ihn bestimmt da reinziehen irgendwie. Immerhin. Auch wenn das jetzt ein sehr schwacher Trost ist. Immerhin hast du dir eine ganz wunderschöne Stelle ausgesucht für deinen Bruder. Das muss man ja mal sagen. Mann, Mann, Mann. Hoffentlich können wir wenigstens den Vater noch retten. Denn wenn der auch noch verloren geht, dann wäre das ja gar nicht auszumalen für den Kleinen. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch dafür sorgen, dass die Erde drüber geschüttet wird. Genau. Oh mein Gott, wie furchtbar. Ich weiß ja auch gar nicht, wie alt die beiden sind. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie rausfinden kann. Aber es ist wahrscheinlich immer grauenvoll, nicht wahr? Egal, wie alt man ist. Eieieiei, vor allem
Er wird ihn ja wahrscheinlich überhaupt nicht besuchen gehen können, weil er ja... Mein Gott, wenn man mal bedenkt, dieser ganze Weg, den wir hier hinter uns gelassen haben. Das ist ja wirklich grauenvoll. Das ist wirklich grauenvoll. Ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass das passiert. Wirklich nicht. Ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass er vielleicht doch nicht tot ist. Jetzt sind wir wohl wieder zurück in unserer Heimat, wie mir scheint. War das dasselbe Vögelchen, was wir schon mal getroffen hatten, welches wir befreit haben, aber das ist doch auch gestorben, oder? Na, wer weiß, bilden wir uns einfach ein, es wäre dasselbe Vögelchen und es geht ihm wieder gut und vielleicht... Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht es dem Bruder nicht irgendwann wieder gut. Er ist wahrscheinlich tatsächlich... tot. So, okay, jetzt kommst du da hoch, jawohl. Jetzt müssen wir also schnell zu unserem Vater, um hoffentlich ihn zu retten. Ja, denn das war ja eigentlich unsere Aufgabe gewesen, dass dabei allerdings unser Bruder stirbt. Das wollte natürlich niemand und das konnte auch keiner ahnen, um Gottes Willen. Das ist echt furchtbar. Ja, und um die ganze Stimmung nochmal so ein bisschen zu trüben, regnet es jetzt natürlich. Mama? Nein, Mama?
So, jetzt traut er sich wohl doch ins Wasser, wie mir scheint. Komm schon. Na komm. Ja, das Ganze natürlich auch noch bei Gewitter. Das ist auch eine ganz feine Sache. Nein, er schüttelt den Kopf. Okay. Denk an deinen Papa. Denn der braucht nun mal deine Hilfe, mein gutes Da. Komm schon. So, jetzt lässt er da den Kopf so hängen, aber er geht nicht weiter. Können wir einen anderen Weg wählen, einen anderen Weg gehen, aber hier oben gehst du ja auch nicht lang. Hier entlang vielleicht. Nein, du musst schon, denke ich mal, da durch das Wasser durch. Irgendwie. Dein Bruder hat wohl gerade zu dir gesprochen. Okay, und er schwimmt auf einmal doch. Warum auch immer er das jetzt tut. Okay, komm. Da vorne ist schon das andere Ufer. Einfach nur drüber schwimmen. Einfach nur drüber schwimmen. Einfach nur drüber schwimmen. Und geschafft. Hast es geschafft? Du hast es geschafft. Wunderbar, was dieser arme kleine Körper schon alles aushalten muss, nicht wahr? Diese arme kleine Seele. So jung und hat schon so vieles erlebt. Das ist wirklich unglaublich. Ja, und hier sind wir, wo alles begann, ha? Huh? Ist der jetzt hier oben drinne, der Papa? Oder ist der... Nee, ne? Hier oben ist er, glaube ich, nicht. Aber hier haben wir angefangen. Vor ein paar Folgen. Hier haben wir den Karren runtergezogen. Ja, hier fing es an, genau. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwie auf die andere Seite kommen. Die Frage ist, schaffen wir das jetzt tatsächlich? Weil wir haben ja beim letzten Versuch, als wir hier den Karren, wie gesagt, mit dem Vater hatten, brauchten wir ja die Hilfe des Bruders. So, aber hier den Hebel, den kannst du vielleicht noch selber betätigen, nehme ich mal ganz stark an. Na komm, na komm. Na? Nee. Kriegt er nicht hin? Kriegt er nicht hin? Okay, vielleicht müssten wir dann doch oben lang, da war ja auch gerade eine Brücke gewesen, vielleicht finden wir dann irgendwie einen anderen Weg in das Dorf. Wobei, ja... Wie soll es sonst, wo soll es sonst weitergehen, oder? Also ich nehme mal an, die Brücke hier, die wird ja bestimmt nicht umsonst sein, oder? Ach, hier geht es zu dem Grab. Okay. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht so wirklich wahrgenommen. Gut, dann ist das wohl doch nicht der Weg, der uns geebnet ist. So, hier kommen wir hier. Ich sehe kaum was. Okay, nee, hier kommen wir auch nicht weiter. Na gut, dann müssen wir doch da unten den Weg nehmen und irgendwie muss er es schaffen, den Hebel zu bewegen. Ach, wir sind so ein Stück entfernt von unserem Vater und haben so viele Abenteuer erlebt und so viel durchgemacht. Dann kann es doch jetzt daran nicht scheitern, oder? Komm schon. Na los. Nein, nein. Jawohl. Sehr, 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 sehr gut. Wunderbar, die letzten Kräfte mobilisiert. Okay, ich hätte jetzt gedacht, das Seil hängt hier noch runter, tut es aber nicht. So, komm. Und mit Schwung. Und? Jawohl. So, wunderbar. Man muss jetzt nämlich auch immer noch den Bruder quasi mitsteuern. Also mit LT. Dann kriegt er quasi so eine Art Kraftschub, sag ich jetzt mal. Und jetzt schnell rein da und gucken, wie es deinem Vater geht. Hi. Ati, Ati, Daba. Abi.
Ah, gut, da war er wohl am Ende ganz, ja, am Ende seiner Kräfte. Ich bin gespannt, ob wir jetzt, ja, zum Vater können, ob es uns gelungen ist, dass wir ihn gerettet haben oder ob die Medizin leider nichts gebracht hat. Und ich hoffe, wir sind hier nicht gerade in irgendeinem bösen Traum oder sowas, sondern dass es dem kleinen Kerl hier wirklich, ja, einigermaßen gut geht, wobei er wahrscheinlich seelisch total fertig mit der Welt ist, verständlicherweise. Ich weiß jetzt nicht, ob eine gewisse Zeit vergangen ist. Da steht unser Daddy. Mal gucken, was es da jetzt Schönes zu sehen gibt. Auch am Grab steht er. Und da gehen wir ganz andächtig mal hin. Ich mag eigentlich ehrlich gesagt, da versagt schon meine Stimme, ich mag eigentlich ehrlich gesagt gar nicht in diese wunderschöne Musik quatschen. Puh, da musste ich jetzt gerade erstmal so ein paar Mal tief durchatmen. Was für ein auf der einen Seite wunderschönes und unfassbar trauriges Ende einfach bloß. Wow, also da fehlen mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen die Worte. Einfach nur heftig, muss ich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so endet. Ich, wie gesagt, wusste so vom Hörensagen her, dass es ein trauriges Spiel sein soll. Definitiv nichts für Schwangere. es ist ein unfassbar schönes Spiel. Ein Spiel, das unglaublich schön aussieht. Eine grafische Meisterleistung in meinen Augen. Wirklich wunderschön. Alleine schon die Schatten- und Lichteffekte. Die Musik ist unglaublich toll. Alles Gezeichnete. Es ist einfach, es sieht einfach unglaublich schön aus. Die Charaktere, obwohl sie nicht richtig sprechen, man kann sich richtig in sie hineinversetzen. Man versteht immer, was sie wollen, beziehungsweise man kann immer irgendetwas reininterpretieren. Irgendwie hat man immer das Gefühl, man ist mittendrin dabei, man leidet richtig mit denen von der ersten Sekunde an, möchte man einfach nur helfen und dabei sein. Und das Spiel nimmt einen einfach unglaublich mit, also mit in seine Spielwelt, ja. Und ist heftig, also richtig krass, das habe ich ganz, ganz selten bei einem Spiel, dass man wirklich so immer unbedingt weiterspielen möchte und wissen möchte, wie geht es aus und einfach geschichtlich gesehen so gepackt ist, dass man halt einfach einfach nur geflasht ist. Ja? Also das ist wirklich ganz, 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 ganz toll umgesetzt. Es ist schade eigentlich, dass das Spiel relativ schnell vorbei ist, aber ich glaube, man hätte es auch gar nicht so viel länger machen sollen, weil dann wäre es wieder so ein bisschen ausgelutscht gewesen irgendwie. Also es ist, ich glaube, ein bisschen länger hätte nicht geschadet, aber das ist eigentlich so, wie es ist, ist es in Ordnung. von der Steuerung her ist es unglaublich toll umgesetzt. Ich habe das seinerzeit mal gesehen,
Und habe mir gedacht, boah, das muss unglaublich schwer sein mit dem Spielen, mit den zwei Sticks und so weiter. Oder auch wenn man mit der Tastatur spielt, dann spielt man den einen Bruder mit WASD und den anderen mit den Pfeiltasten. Aber das ist zumindest mit dem Controller wirklich sehr, 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 sehr super gut umgesetzt. Hätte ich nicht gedacht. Hier und da hakt es mal ein bisschen, aber das, ja, ist Meckern auf hohem Niveau. Also da muss man eigentlich gar nicht meckern. Das ist wirklich 1A umgesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und hier sehen wir nochmal Unreal Engine. Nicht umsonst sieht es so aus, wie es aussieht. Ja, unglaublich toll und unfassbar emotional auch. Und ja, ich kann mich nur bedanken fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und mal gucken, was als nächstes Kurzprojekt kommt, falls es noch ein Kurzprojekt geben wird, muss ich mal schauen. Ich hoffe, euch hat das Spiel auch gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen, ja, so ein bisschen mitgenommen in die Welt. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.